nicht, ob ich's kann, doch ich wollte es einmal probieren. Denn wenn ich's nicht versuche, kann ich ja nur verlieren. Corona ist mein Thema heute, das wundert euch wohl kaum. Denn wenn's auch nicht den Anschein hat, es steht ja noch im Raum. Wir haben keinen Bock mehr drauf, okay, das ist wohl klar. Und die Geschäfte sind schon auf, das klingt doch wunderbar. Rückkehr zur Normalität, das wünschen wir uns jetzt. Es kann ja nicht so weitergehen, für ewig, wie zuletzt. Doch guckt mal genau, ist das wirklich so schlau? Nur weil wir die Geduld verlieren, spielen wir mit unserem Leben? Was kann es Schöneres geben? Was ist denn wichtiger als unser Sein? Mir fällt da nichts ein. Und wenn es nur um mich ging, wäre es vielleicht noch okay, wenn ich mich gefährde. Doch wenn ich sehe, dass durch meine Entscheidung auch andere leiden, muss ich doch vermeiden, dass ich für sie zum Risiko werde. Und wer diese sind, wer kann das schon sagen? Ich würde es nicht wagen, es drauf ankommen zu lassen, auch bei denen unter 60. Ich denke, das rächt sich, sich zu sicher zu fühlen, nur weil man jung ist. Okay, das war's schon. Das wollte ich euch sagen. Und wollte euch fragen, nein, wollte euch bitten um ein bisschen Geduld. Ich denke, es lohnt sich, noch ein bisschen zu warten. Nicht schon zurück in den Alltag zu starten. Noch ein bisschen zu Hause zu bleiben und die Zeit zu vertreiben. Klar ist das nicht leicht und viele sind einsam. Doch auch wenn es schmerzt, Distanz ist jetzt heilsam. Und wie das Sprichwort schon sagt, mach eine Rast, wenn du es eilig hast und gehe langsam zu deinem Ziel, dann erreichst du viel.